Hallo Leute, mein Name ist Martin Grau, herzlich willkommen zu den heutigen Wrestling News. Mal wieder hier frisch und fromm mit den ganzen wunderbaren News extra für euch. Deswegen danke fürs Like und fürs Kommentar. Einfach mal unten reinkloppen, was euch so bewegt. Und wir starten durch. Wir beginnen mit Dalton Castle von All Elite Wrestling. Da gab es ja ein Match mit Roderick Strong und das Problem darin war, dass aus Versehen Dalton Castle ausgenockt wurde. Soweit die News, die ich euch schon berichtet hatte. Aber jetzt gab es noch was dazu und zwar fällt durch diesen Knockout und daraus folgende Gehirnerschütterung dann wahrscheinlich, fällt Dalton Castle jetzt noch den Rest des Jahres aus. Das ist natürlich sehr scheiße, aber gut, lieber schützen wir die Leute, bevor da noch Schlimmeres passiert. Dann haben wir gesehen, MJF und Will Ospreay haben sich ja ein absolut krankes Match bei Dynamite geliefert und MJF ist dadurch International Champion geworden, was aber auch zur Folge hat, dass MJF zu CMLL gehen wird und am 2. August, also jetzt halt am Wochenende, bei einem großen Event in Mexiko, also diesen Titel aufs Spiel setzen wird. Damit haben wir auch wieder die Kooperation zwischen CMLL und All Elite und das ist natürlich alles sehr schön, aber jetzt auch MJF quasi unterwegs in den Indies. Irgendwie ist es echt krass, dass die ganzen großen Namen aus verschiedenen Wrestling-Promotions, also auch aus WWE und All Elite, auch noch in anderen Indies-Bereichen noch mit rumspringen. Das ist einfach absolut gestört. Coole und lustige und interessante Zeit irgendwie aktuell. Dann wurde das Ganze noch offiziell mit Hikuleo und der WWE, denn dass da Interesse besteht, war ja schon klar. Und das Ganze wurde jetzt nochmal offiziell bestätigt. Er ist also jetzt in den letzten Zügen mit seinem Auftritt bei New Japan und so weiter. Das wird man jetzt langsam dann alles ausfaden lassen. Und dann kommt Hikuleo zu WWE in welcher Form auch immer. Denn natürlich könnte er der Bloodline joinen oder der Bloodline rund um Roman Reigns könnte er auch joinen. Also mal schauen, wann und wie der dann eingesetzt wird. Auch eine feine Sache. Dann wurde ja bekannt gegeben oder startete jetzt das New Japan Pro Wrestling G1 Climax Turnier. Schon das 34. Und ja, wir hatten auch hier wieder ein bekanntes Gesicht mit in dem Line-Up. Und zwar von All Elite Wrestling Konosuke Takeshita. Was natürlich auch sehr cool ist, dass der halt auch einfach noch von All Elite dann halt bei New Japan in diesem großen Turnier eingesetzt wird. Heißt aber ebenfalls, wir werden wahrscheinlich Konosuke jetzt erstmal eine Weile nicht bei All Elite sehen, denn New Japan Climax geht einen ganzen Monat und gefühlt jeden Tag. Also das ist eine ganz schön krasse Scheiße und ja, schauen wir mal. Der wird dann also erstmal bei All Elite ein bisschen ausfallen, ist aber auch in Ordnung. Dann, All Elite ist nämlich eine gute Sache, denn wir haben ja jetzt den SummerSlam am Wochenende und eigentlich läuft ja immer All Elite Collision am Samstag. Das heißt also theoretisch würde Collision mit SummerSlam Head-to-Head gehen. Das ist natürlich dann ein bisschen scheiße. Also SummerSlam beginnt um 19 Uhr. Wir gehen jetzt mal, also ne, wir haben verschiedene Zeitzonen, aber wir gehen jetzt aber mal von einer Zeitzone aus. Also SummerSlam startet um 19 Uhr, aber All Elite Collision startet um 20 Uhr. Das heißt, keiner würde Collision gucken, weil die ja alle SummerSlam verfolgen. Also hat man jetzt das so umgestellt, dass man Collision auf 17 Uhr schon stellt, damit dann Collision auch fertig ist, wenn die Leute dann um 19 Uhr anfangen, SummerSlam zu gucken. Also alles sehr, sehr schön gedreht, dass das irgendwie auch noch hinhaut, ist natürlich eine gute Sache. Dann kommen wir zum Sponsor des heutigen Tages und zwar Neosubs. Da gibt es nämlich ein neues Clear-Isolat für euch und zwar Litchi. Ich habe es auch schon getestet, deswegen ist es auch schon offen und es ist sehr lecker. Also ich kann es nur empfehlen für die Leute, die diesen Eiweißgeschmack nicht so geil finden, kann man hier auf jeden Fall sich ein schönes, frisches Getränk machen und trotzdem auf seine Proteine kommen. Also was will man mehr? Gutscheincode Martin auf jeden Fall für Rabatt auschecken. Dann kommen wir zu Unlimited Wrestling. Da gibt es nämlich das nächste Match für Unlimited Wrestlings Firewall am 31.08. in Berlin, wo wir leider schon ausverkauft sind, obwohl nicht ganz, denn wir haben jetzt noch Stehplatz-Tickets mit eingebaut. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, trotzdem noch bei dem größten Event von Unlimited Wrestling dabei zu sein. Und das ist natürlich eine feine Sache. Unser 5. Geburtstag, die größte Zuschauerschaft von uns jemals. Und ja, das ist alles ziemlich krass. Und ich habe natürlich noch ein Match für euch. Und zwar werde natürlich auch ich antreten. Und zwar gegen den Rumble-Sieger Corey McRae. Und dazu gibt es allerdings noch eine Kleinigkeit. Und zwar, wenn ich dieses Match verliere, dann darf ich so laut Aussage von General Manager Fabius Titus nicht mehr um den Unlimited Champion-Titel antreten. Das ist natürlich kacke. Aber dem muss ich mich beugen, deswegen kommt vorbei, schaut euch das Ding an und dann seht ihr First Time Ever Martin Guerrero gegen Corey McRae.
Ich bin sehr gehypt drauf. Das wird sehr, sehr schön. Dann eine sehr interessante Sache zu Bobby Lashley. Der hat nämlich schon bekannt gegeben, dass sein Vertrag jetzt bei der WWE ausläuft. Und das ist ja jetzt erstmal keine Überraschung, denn das ist halt bei vielen aktuell so, dass die Verträge auslaufen. Und meistens setzen sie sich an den Tisch und dann unterschreiben sie einen neuen Vertrag und alles ist schön. Aber das sieht hier wohl nicht so aus. Bobby Lashley hat aktuell noch keinen weiteren Vertrag unterschrieben, ist aktuell ja auch aus den Shows genommen. Und sieht auch an sich eigentlich recht schlecht aus, dass sie den halten können. Denn Bobby Lashley ist jetzt schon im internen WWE-Roster nicht mehr als aktiv gerankt. Also der wurde da jetzt rausgenommen und das ist schon mal kein gutes Zeichen. Also können wir eigentlich davon ausgehen, dass der jetzt demnächst dann auch offiziell seinen Vertrag auslaufen lassen wird. Das ist jetzt in den nächsten Wochen soweit. Und dass dann Bobby Lashley zu anderen Promotions wechseln könnte, sofern er Bock hat. Er könnte ja zu All Elite gehen, er könnte auch wieder zu TNA gehen, denn auch da wurde er damals immer sehr, sehr stark und gut eingesetzt. Das würde ich sogar auch hier sehen. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, dass er vielleicht auch nochmal Bock hätte, einen MMA-Fight zu machen, denn der ist zwar schon 48, ja, ich weiß, der sieht nicht so aus, aber also der altert halt nicht, wie Keanu Reeves quasi, und aber der Gute hat Bock auf MMA und trainiert das ja auch und so, also vielleicht könnte man in diese Richtung gehen, schauen wir mal, aber Bobby Lashley wird nach dem, wie es jetzt gerade aussieht, wohl die WWE verlassen. Dann haben wir bei Sky Blue eine Verletzung bei All Elite gesehen, die hat sich am Knöchel und am Bein verletzt und musste das Match abgebrochen werden und so weiter und so fort, aber sie wird natürlich fürstlich behandelt bei sich zu Hause von Kyle Fletcher. Die sind nämlich beide zusammen, wusste ich vorher auch nicht, aber auch sehr nett. Außerdem ist auch Jay White bei All Elite verletzt, das ist auch der Grund, warum sie offiziell auch dem Bullet Club Gold die Trios-Titel abnehmen mussten, denn Jay White fällt wohl jetzt auch mal nochmal ein bisschen länger aus, deswegen konnte man das nicht einfach so übertünchen, der ist ebenfalls offiziell verletzt und das ist natürlich auch scheiße. Gut. Und dann haben wir noch was Krasses zu Kota Ibushi, der ist ja auch eine ganze Zeit jetzt verletzt gewesen, aber der kam jetzt wieder zurück, allerdings nicht bei All Elite, was ja irgendwie Sinn machen würde, sondern bei DDT Pro. Die sind auch im asiatischen Raum vertreten und da war er früher auch schon mal. Das heißt, der war 7 Jahre lang nicht in dieser Promotion und taucht einfach quasi kurz nach oder während seiner Verletzungspause nicht bei der Promotion auf, wo er eigentlich gesigned ist, sondern bei der anderen Promotion, da wo er halt 7 Jahre vorher mal war. Finde ich schon irgendwie sehr interessant. Aber da haben wir es mal wieder. Alles kann momentan im Wrestling passieren. Jederzeit kann überall immer irgendwer auftauchen. Und das ist schon alles irgendwie ganz schön krank, aber auch interessant und auch cool. Und außerdem hat die WWE noch bekannt gegeben, dass sie großes Interesse daran haben, zwei Damen unter Vertrag zu nehmen. Und zwar zum einen geht es um Delta. Delta ist eine Wrestlerin aus Australien und da gab es ja vor einiger Zeit erst so ein Tryout und die hat sich da wohl ganz gut angestellt. Die möchte man da jetzt auch, oder scheint so, dass man sie unter Vertrag genommen hat, denn die will jetzt nach Amerika reisen und sie sagt natürlich nicht warum und hat aber keine weiteren Bookings mehr angenommen. Also können wir schon davon ausgehen. Und auch großes Interesse besteht an Rio, aber nicht an Rio, also nicht die von All Elite, sondern an der Progress Women's Championess. Die war nämlich auch Backstage bei WWE Clash at the Castle beim Pay-Per-View und ja, konnte sich da ein bisschen zeigen und es ist zwar noch nicht offiziell, dass es da irgendeinen Deal gibt oder so, aber das ist ja schon eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Jetzt muss man natürlich auch die Sache klären mit dem Visum und so weiter. Wenn man in Amerika arbeiten möchte, dann muss das ja immer auch nochmal sein. Das muss man halt bedenken. Aber ja, also hier auch nochmal frisches, weibliches Blut hier für die WWE. Das ist alles natürlich eine sehr feine Sache, denn mehr Frauen, mehr gute Frauen, mehr gute Frauenmatches. Und das ist ja nicht verkehrt. Gerade wenn man jetzt immer mehr Frauentitel einführen will, dann muss man halt auch ein bisschen mit Qualität auffahren. So weit, so gut, Freunde. Das war's erstmal mit dem News-Update für heute. Schreibt mir gerne mal eure Lieblingswrestlerin unten in die Kommentare. Und wo wollt ihr sie sehen, falls sie nicht da ist, wo sie hingehört? Also gerne mal eines unten reinbucken. Und dann lasst mir ein Like da. Checkt das neue Clear-Isolat von Neosubs aus. Und holt euch die letzten Stehplatz-Tickets für Unlimited Wrestlings Firewall. Wir bauen jetzt einfach unseren Rekord aus. Ich habe es am Montag schon in meinem Livestream gesagt. Wir haben jetzt Rekord-Ticket-Verkäufe für eine Show.
Aber jedes Ticket, was jetzt noch verkauft wird, baut den Rekord immer weiter aus. Also ich bin mal gespannt. Es ist ja noch ein bisschen hin. Wir haben ja noch einen Monat. Wie viel denn letztendlich da sein werden. Es wird auf jeden Fall sehr fresh werden. Also wenn ihr zu WWE Bash in Berlin fahrt, dann könnt ihr auf jeden Fall vorher noch zu mir kommen, zu Unlimited Wrestling's Firewall und euch da natürlich auch nochmal gutes Wrestling geben. Und ja, das ist krass. Wir sehen uns dann da. Und ansonsten, wie immer, hier auf dem Kanal. Kuss geht raus. Haut rein und